Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Lego Star Wars: Die Skywalker Saga. Wir sind gerade Darth Vader und hier ist auch noch der andere Darth Vader, einmal der klassische und einmal der neuere. Der klassische läuft da gerade vor mir herum und ich habe gerade den neueren. Die sehen sich aber auch sehr ähnlich, oder? So große Unterschiede gibt's nicht. Halt am Outfit. Man sieht schon einen Unterschied, aber beide ganz cool. Wir nehmen aber hier den Vader, der aber auch eigentlich nichts mit der Story zu tun hat. Denn wir sind in Episode 7, haben das erste Level beim letzten Mal abgeschlossen. Und da kommen wir gerade noch nicht ran. Naja, wir wollen uns heute nicht umgucken, wir wollen mit der Story weitermachen. Und gehen deswegen. Greift mich jetzt ein Vogel an, oder was? Was sind denn das für freche Viecher? Greifen mich einfach Vögel hier auf Jakku an. So geht's nicht. Okay. Gehen wir weiter. Ich denke mal, da drin könnte uns schon das zweite Level erwarten. Bin gespannt. Sieht auf jeden Fall cool aus. Erstes Level hat mir ja schon ganz gut gefallen. Auch wenn ich noch gern geflogen wäre. Zuerst musst du mir beim Schrott sammeln Aber helfen. guck mal. Sammle Kontrolle wird Schrott. beim Handeln immer wählerischer. Den wir dann verkaufen können. Das muss sein, sonst habe ich diese Woche nicht zu essen. Okay, wir müssen einfach nur reinlaufen. Dann Dann ist gut. keine große Hilfe. Okay, ist kein Level. Finde ich aber gut so. Ich habe mir gewünscht, dass es hier jetzt halt nur die Geschichte ist. Aber dafür werden uns am Ende dann wahrscheinlich nur noch Level erwarten. So, und hier können wir jetzt halt den Netzwerfer einsetzen, den wir in Episode 6 freigeschalten haben. Und dann gehen wir mit Rey hoch. Hat noch mehr Schrott. Guck mal, hier können wir auch hoch. So nah. Wenn ich etwas baue, komme ich vielleicht hin. Und hier können wir den Netzwerfer nehmen. Nicht den Netzwerfer, den Gleiter. Cool. Okay, das können wir runterschmeißen. Und dann können wir gleich irgendwas bauen. Guck mal, da oben wäre auch noch was, aber da kommen wir noch nicht hin. Okay. Ui, das haut uns ganz schön nach oben. Guck mal, da oben. Ja, kommt BB dahin. Ich probiere es mal aus. Ja, kommt er. Sehr gut. Und er kann jetzt als Astromech. Der dreht sich dann einfach um den Kopf. Das ist ja witzig. Okay. Zack, dann gehen wir nach außen. Dafür müssen wir das machen. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht mit R2. So, und dann können wir hier rüber. Dafür brauchen wir wieder Ray, ne? Die kann ja jetzt halt mit hier hoch. Und dann können wir wieder eine Runde fliegen. Ich denke, ich habe die Werkzeuge, um mir eine Hilfe zu bauen. Cool, also jetzt müssen wir echt mal hier alles einsetzen, was wir jetzt freigeschalten haben. Hat irgendwas. Okay, wo sind die nächsten? Guck mal, da hinten wäre noch viel. Da unten ist nichts mehr. Das heißt, wir gehen nach unten. Oh. Tun den mal kurz ablegen. So, da oben ist noch was. Da können wir uns mit BB ranziehen. Okay, hier können wir nichts mehr machen, glaube ich. Uns fehlen noch 6. Also wir müssen, glaube ich, wahrscheinlich alle in diesem Bereich einsammeln einfach. Da kann sich BB wieder ranziehen. Und hepp. Hoch mit dir, Kleiner, komm. Okay, hier bräuchten wir einen Schurken. Ne, brauchen wir nicht. Da ist einfach nur ein Symbol drauf. Darunter, ja. Okay. Dann haben wir noch 3 Teile, die wir brauchen. Anscheinend müssen wir nicht da hoch. Hier ist noch irgendeins. Ich glaube, hier habe ich was. Nee, doch, doch. Hier ist was. Und dann hier hinten noch. Einmal da drin, da brauchen wir wieder einen Zerschmetterer. Da, Schmetterblaster. Und das reicht.
Okay, wir haben alles gesammelt. War auch mal nett, irgendwie hier kurz ein paar Sachen zu sammeln. Und dann gehen wir zurück zum Nima Außen... Ist es der Nima Außenposten? Nee. Ich glaube nicht, oder? Doch. Steht er da. Nima Außenposten. Hm. Okay. Nehmen wir mal den Speeder. Schub. Können wir einfach so hoch? Oh Gott. Warte mal, was war da? Was war da? Oh. Guck mal, hier können wir rein. Hallo? Jemand zu Hause? Ah! Komm her! Dich brauch mal! Boah, die kämpft ja voll schnell! Das ist ja cool. Ray hat voll den schnellen Kampfstil. Nee, das brauchen wir nicht. Das ist doch jetzt nicht so ein Gang, der umsonst hier ist, oder? Also hier muss doch irgendwas sein. Hier ist aber nichts. Hä? Warum ist hier nichts? Warum gibt es hier einfach einen Gang? Hier ist ein Astromech-Droide. Warum ist hier einfach so ein Astromech und macht nichts? Komisch. Komischer Ort. Schnell raus hier. Das ist bestimmt eine Falle. Hier ist aber echt nichts, ne? Komisch. Komisch, komisch. Okay, geh mal weiter zum Nima Außenposten. Der sucht anscheinend ein paar Schätze. Da hab ich doch... Guck mal. Ah, das ist wahrscheinlich eine Landeplattform, damit wir fliegen können. Naja, brauchen wir nicht. Guck mal. In der Open World können wir einfach direkt zum Nima Außenposten. Hier gibt es leider kein Taxi. Aber brauchen wir ja nicht. Hier können wir nochmal Ray nehmen. Nehmen wir den Gleiter. Ich glaube auch, das hat man im Trailer gesehen. Achtung. Ah, nicht vorbeifliegen jetzt. Das hat hoffentlich keiner gesehen. Okay. Zweiter Versuch. Ja, das war schon besser. Okay. Wir sind beim Nima Außenposten. Hui. Was ist denn da hinten? Seht ihr das da hinten? Da ist auch irgendwas. Da könnte auch wieder eine Landeplattform oder irgendwas sein. Okay. Hier ist irgend so ein Kreis. Hier müssen wir irgendwas zerstören, oder? Wie schnell die kämpft. Das ist so cool. Ah, sorry. Oder ist es oben? Hm. Ich sehe nichts. Oder das meinen die. 1 von 10, okay. Hier kann man auf jeden Fall einiges zerstören, aber das machen wir dann im freien Spiel. So. Ne, ablegen. So. Ablegen. Danke. Und dann gehen wir hier rein. Und das sieht mir nach dem Level aus. Eventuell. Nee, Geschichte. Ja, viele Geschichten hier, ne? Diese 5 Teile entsprechen dem Wert einer halben Ration. Letzte Woche war es jeweils eine halbe Ration. Was ist mit dem Droiden? Der ist nicht zu verkaufen. Nun, der ist mir durchaus 60 Rationen wert. Hm. Komm mit, BB-8. Wasser! Wasser! Oh, verschwinden wir von hier. Okay. Wir haben jetzt Finn, wir haben jetzt Ray. Und wir haben... diese netten Leute. Wenn Anker den Droiden nicht kaufen kann, denkt er, er kann komm her! Zack! Hey. Cool, oder? Wie Ray kämpft. Also ich finde, Rays Kampfstil ist schon knackig. Boah, ja. Das gefällt mir richtig. Okay, guck mal, wie viele da jetzt sind. Besieg Unkas Vollstrecker. Ich komme dir zur Hilfe. Ich habe nicht um Hilfe gebeten. Zack. Boah, wie cool. Also Ray ist mega. Waren das alle? War da nicht noch einer? Was ist? Nee. Okay, Finn sitzt schon mal im Kreis. Perfekt in der Mitte auch. Ja? Der meditiert da einfach. Als wäre der Kreis für ihn. Okay, das ist jetzt aber ein Level, oder? Das muss eins sein. Das ist wieder geil, das ist ja krass. Die Jacke,
Der Droide sagt, du hast sie gestohlen. Ich weiß, sie gehört Poe Dameron. Er wurde gefangen genommen von der Ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen, aber unser Schiff stürzt ab. Dann bist du also im Widerstand? Wie es aussieht, ja. BB-8 sagt, dass er einen Geheimauftrag hat und zu deiner Basis muss. Angeblich trägt er sowas wie eine Karte in sich, die zu Luke Skywalker führt. Und alle wollen die haben. Luke Skywalker. Komm schon! Ihr rennt doch nicht weg! So, gib mir Finn! Schieß mal ein bisschen! Flieh im Squad-Jumper vor der Ersten Ordnung! Okay, was auch immer ein Squad-Jumper ist, na? Gib mir schnell die Coins! Okay! Da! Überlebt der Squad-Jumper? Ne, er überlebt nicht! So viel zum Entkommen! Aber wie kommen wir dahin? Der Weg ist versperrt. Ah, hi. Boah, wir müssen echt viel kämpfen. Und das nicht mal im Level. Okay, jetzt kämpfe ich aber auch mal hier. Zack. Finn Smash. Boom. 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 Oh. Boom. Okay, wo müssen wir hin? Da. Hui, jetzt schießt auch noch ein T-Jäger. Okay, das machen wir kaputt. Dann laden wir, das ist doch ein Bomber, oder? Das sieht mir nach einem Bomber aus. Okay, BB-8 darf ein bisschen hacken. Während wir genüsslich abgeschossen werden. So. Ich nehme Ray. Oh. Cool, wie auch die Tiger immer mal wieder schießen, ne? Okay. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass der... Stark. Wo? Da hinten. Ach so. Wir sollten nur den Weg da frei machen. Okay. Die Mühle ist doch nur Schrott. Oh. Der Schrott wird's schon tun. Der Schrott wird's schon tun. Ich kenne Zitate, ne? Ich... bin ein Star Wars Nerd. Okay, gehen wir jetzt einfach hin. Ich glaube, jetzt! Ich leg mich drauf fest, das ist ein Level. Seht ihr, ich kenne mich einfach aus. Tief liegender Schrott. Los geht's! Das wird auch ein Fluglevel. Das gehört mir! Hey, er darf mitkommen. Oh. Halt dich bereit. Bist du das Ding schon mal geflogen? Nein. BB-8, festhalten. Sind die Schilde aktiviert? Ich gehe jetzt runter. Okay. Bleib unten. Los geht es, wir fliegen eine Runde. Müssen ein paar T-Jäger zerstören. Dann machen wir das. Oh, der Millennium Falke ist so geil. Guck mal, ist da drin was? Nee, ich dachte, hier ist irgendwas. Schade. Ja, da hinten ist was. Guck mal, ein bisschen umgucken müssen wir uns. Da ist ein Minikit. Und auch ein paar gute Coins. Guck mal, wenn wir durch die Röhren fliegen, dann kriegen wir auch... Oh. Ah, hier ist noch ein Minikit. Okay. Fliegen wir erstmal durch die Röhren durch. Bevor wir den letzten T-Jäger hier noch bombardieren. Okay. Da unten ist noch ein bisschen was. Den Kerl lassen wir noch in Ruhe. Ich glaube, Wache Jedi kriegen wir richtig schnell hin, wenn wir hier durch die Röhren fliegen. Da oben gibt es kein Minikit leider. Ja, wir gehen ja gleich wieder runter. Alles gut, wir müssen uns ja auch ein bisschen umgucken hier, ne? Wir machen hier keinen Speedrun. Vielleicht müssen wir auch ein paar Sachen hier noch zerstören. Das kann auch sein. Aber vielleicht haben wir auch schon alle Minikits in dem Bereich. Okay, das können wir nicht zerstören. Hier können wir nochmal durchfliegen. Ich glaube, da waren wir schon. Das können wir kaputt machen. Okay, ansonsten haben wir, glaube ich, alles, oder? Sollen wir kämpfen? Mach mal Bum-Bum. Das Schiff geht richtig ab.
Warte, bis ich erst den Kompressor von der Zündung nehme. Okay, die nächsten 10 T-Jäger kommen. War hier hinten noch was in diesem Antriebteil-Ding? Da sehe ich auf jeden Fall nichts. Glaube ich, oder? Ne, ich sehe nichts. Okay. Ich habe irgendwie ein Minikit bekommen. Hä, wofür denn? Irgendwas habe ich gerade zerstört, ne? Okay, ich denke mal, ich habe alle Minikits in dem Sektor. Sie werden uns orten. Bleib unten. Vielleicht ist das ja auch der einzigste Sektor. Aber eigentlich müssten wir noch irgendwo reinfliegen. Au. Au. Okay, jetzt passiere ich ein bisschen. Drehen wir mal. Oh Gott. Ah, der Falke macht schon viel Schaden. Also der Falke ist bisher das coolste Schiff im Game. Wir müssen tiefer fliegen. Gut gemacht. Ja, drehen wir uns nochmal. Zwei sind's noch. Letzter. Oh, ja, tiefer fliegen. Okay. Glaube, nochmal 12. Eine Karte in sich hat, die zu Luke Skywalker führt. Ja, krass, ne? Ja, der Widerstand. Ich meine, wir brauchen diese Karte unbedingt. Dann sollten wir machen, dass wir von der ersten Ordnung wegkommen. Okay, waren wir hier schon? Das sieht mir auch noch nach einem Bereich aus, wo wir noch nicht geguckt haben. Au, au, ich kassiere ein bisschen. Okay, wir dürfen hier nicht hin. Dachte ich mir schon. Oh mein Gott. Aua. Ihr tut mir weh. Da, den da machen wir weg. Ja, wir drehen wieder. Alles gut, Spiel. Alles gut. Au, 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 au. Okay. Au. Lasst mich. Ich bin bei euch. Ich bin FN2187. Ich versuche unten zu bleiben. Das ist nicht so einfach ohne Co-Pilot. Oh Gott. Okay. Da haben wir noch einen. Ah, komm her. Jetzt machen wir einen Turnaround. Und dann. Oh, wo? Da. Ich verfolge die Pfeile. Hallo, komm doch jetzt her! Ja! Okay, 5 noch. Zack. Da haben wir noch einen. Den kriegen wir, komm, den kriegen wir. Da, komm her, komm her. Aha. Ja, letzter. Okay. Wir fliegen in diesen abgestürzten Stern. Dann gehen wir mal da rein. Keine Sorge, ich habe da drin schon oft Schrott gesammelt. Da brauchen wir wahrscheinlich noch davor ein Torpedo. Können wir den Motor nichts anhaben. Wir brauchen etwas Durchschlagskräftigeres. Ja, ja, wir holen Torpedo. Torpedo oder so. Da, guck mal, die haben Torpedos. Und jetzt. Bumm. Dreh mal einmal. Das war schlau. Na, das war sehr cool. Die Teilpiloten der ersten Ordnung gehören zu den besten, die es gibt. Wir müssen vorsichtig sein. Guck mal da unten. Den will ich mir jetzt nicht entgehen lassen eigentlich. Ich hab ihn aber. Wahrer Jedi. Hier können wir ein paar Sachen zerstören. Oder auch nicht. Kann. Oh, da rechts war es safe, ein Minikit. Okay, wir dürfen nicht zurück, wir dürfen nicht zurück. Mann, da war bestimmt was. Da war bestimmt was. Okay, gehen wir hier einfach mal vorbei. Der nervt mich ein bisschen. So, der auch kaputt. Da war bestimmt was, wäre ich da jetzt rechts gegangen, ne? Guck mal, oben oder unten? Wir gehen unten. Das ist fies, ich muss mich entscheiden. Und gehe dann vielleicht einfach den falschen Weg. Das ist echt gemein. Oh mein Gott, ich kassiere richtig krass gerade. Machen wir mal so. Wir haben es geschafft. Wow.
in Sicherheit. Er ist beim Widerstand. Hilf mir damit! Schnell! Na gut, mal ganz unter uns. Ich bin nicht ein Widerstand, klar? Ich versuche nur vor der ersten Ordnung zu fliehen. Aber wenn du uns sagst, wo die Basis ist, dann bring ich dich vorher dorthin. In Ordnung? Wo ist eure Basis? Komm schon, BB-8, sag's ihr. Das Elenium-System? Ja, das ist es. Flieg uns so schnell hin, wie du kannst. Und wir sind direkt in der Weltraumschlacht, aber wir haben das Level abgeschlossen. Tieffliegender Schrott, wir haben 178.000 Steinchen, Herausforderung, alle! Oh, okay. Minikids hat uns eins gefehlt. Bestimmt, weil ich nicht rechts gegangen bin. Okay, ja, Schiffe haben wir und jetzt schnell weg. Okay, wir sind direkt in der Schlacht, dann kämpfen wir mal eben. Hilfe! Mein Gott, was ist denn hier los? Boah. Einfach direkt in einer Weltraumschlacht. Komm, den Abfangjäger haben wir auch. Ja, wir kommen ja gerade kaum voran. Wie viel gibt's denn von denen? Wir kommen echt kaum voran. Wir müssen so viel von denen zerstören. Kriegt er nicht. Dann nehmen wir halt die anderen. Ah, da ist noch einer. Da fliegt einer. Komm, komm, komm. Okay, wir haben alle. Okay, wenn man im Weltall ist, ihr wisst, Leute, wir holen uns so einen Kometen. Guten Kyber-Kometen. Hallo? Und geh down, komm. Oh. Ich komme ja schon näher. Achtung, so, perfekt. Ja, ja, so. Probier mal noch hier kurz reinzugehen. Weiterhin die Hoffnung nicht aufgeben, dass irgendwann ein Großkampfschiff mal kommt. Aber wir machen nur das. Wir machen danach keinen Sektor mehr. Nur noch den da. Den machen wir auch ganz schnell. Wir schießen die Schiffe schnell ab. So. Das macht ja auch ein bisschen Spaß, hier rumzuknallen. Ne? Das ist schon ganz cool. Ah, komm her. Boah, ich treffe ihn nicht. Der ist schnell. Okay, wir haben's. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir müssen nach Dakar reisen, im Millennium-System. Und dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge von Lego Star Wars. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.